Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie zu einem interessanten Thema aus der Sprechstunde, nämlich Bissverletzungen. Und damit meine ich Bissverletzungen, die durch Tiere, Hunde, Katzen meistens, aber auch Hasen, Meerschweinchen, Hamster, Mäuse können beißen und durch Menschen verursacht werden. Diese Bissverletzungen sind grundsätzlich gefährlich. Sie sind überhaupt nicht harmlos und es ist gut, wenn Sie da von mir ein paar wichtige Informationen bekommen, damit Sie wissen, wie Sie zu reagieren haben. Das Problem bei Bissen ist, dass man zunächst nicht erkennen kann, wie tief sie sind und davon hängt viel ab. Das Problem bei Bissen ist, dass in den Mündern von Menschen, in den Mäulern von Tieren extrem viele unangenehme Bakterien sich befinden. Und diese Bakterien werden beim Biss in das Gewebe hineingebracht. Und das ist das Gefährliche von diesen Verletzungen. Die Tiefe ist entscheidend, aber das können Sie meistens auf den ersten Blick nicht erkennen. Ich zeige Ihnen hier ein Foto von einer Bissverletzung durch einen Hund verursacht, die relativ oberflächlich ausschaut, in Wirklichkeit aber sehr tief reicht. Das bedeutet, die Entzündungsreaktion wird entsprechend heftig sein. Jetzt, was müssen Sie tun, wenn Sie oder Ihr Kind gebissen wurde? Das Wichtigste ist, dass Sie die Wunde so schnell wie möglich desinfizieren. Ich denke, Sie haben eventuell eine Desinfektionslösung oder eine Desinfektionssalbe, zum Beispiel eine Jodsalbe, zu Hause. Das wäre schon mal gut. Ist es sicher nur oberflächlich, dann reicht das auch schon zunächst. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie tief, empfehle ich Ihnen, baldmöglichst einen Arzt aufzusuchen, der die Wunde dann richtig desinfiziert. Die zweitwichtigste Maßnahme ist, und das wird oft unterschätzt, die Ruhigstellung der betroffenen Extremität. Meistens nämlich sind die Bisse im Armbereich, im Handbereich oder im Bereich der Füße. Und dieses muss man so schnell wie möglich ruhigstellen. Warum? Durch jede Bewegung wird das Problem ins Gewebe verteilt. Hält man eine Extremität ruhig, dann bleibt das Problem eng begrenzt. Und das ist von großer Bedeutung. Die Realität ist oft die in der Sprechstunde bei mir, dass ich erst am nächsten Tag mit der Verletzung konfrontiert werde. Und dann ist das Kind meist schon in den Brunnen gefallen. Das heißt, die Extremität ist sehr dick, es ist alles rot und geschwollen, die Schmerzen sind sehr groß. Die Behandlung ist die gleiche, es wird desinfiziert, es wird der Arm oder das Bein ruhig gestellt. Und wenn Sie das ganz von Anfang an machen, verkürzen Sie die Behandlungszeit. Also, ich fasse nochmal zusammen. Das Wichtige ist, dass Sie, sobald Sie sich nicht sicher sind, wie tief die Verletzung ist, einen Arzt aufsuchen, sobald wie möglich, dass Sie versuchen, die Wunde zu desinfizieren und den betroffenen Bereich ruhig stellen. Das kann man machen, indem man zum Beispiel eine Binde oder ein Dreieckstuch ganz locker um den betroffenen Bereich wickelt. Einfach auch, um dem Patienten zu signalisieren, da ist etwas, halte ruhig. In diesem Zusammenhang ist auch wichtig, dass Sie damit rechnen müssen, dass Sie vom behandelnden Arzt nach dem Tetanusschutz gefragt werden. Es ist also sinnvoll, das Impfbüchlein mitzubringen, damit man das überprüfen kann und gegebenenfalls vervollständigen kann. Ich möchte sprechen über die Verletzung des Lippenbändchens. Zunächst schauen Sie sich dieses Bild an. Bei diesem Kind sieht man das Lippenbändchen sehr deutlich. Es ist bei diesem Kind auch sehr dick. Und Sie sehen auch, dass die Schneidezähne auseinandergedrängt werden durch dieses dicke Lippenbändchen. Pseudokrupp oder besser das Krupp-Syndrom. Passen Sie mal auf. So klingt der Pseudokrupp. Wenn Sie das noch nie gehört haben, ab jetzt, das verspreche ich Ihnen, werden Sie das
nicht mehr vergessen. Mit diesem Video möchte ich Sie auf das vorbereiten, was in den Stunden und Tagen nach der Geburt auf Sie als frisch gebackene Eltern so zukommen wird. Sie werden während der Schwangerschaft von der Hebamme und durch die Elternkurse bestens auf die Geburt vorbereitet. Und mit der Geburt Ihres Kindes wird sich nicht nur auf einen Schlag Ihre Familie vergrößern, sondern Sie werden auch mit viel Neuem, Unbekanntem und vor allem mit Fragen konfrontiert werden.